Mit einem starken Aufgebot an Kontrolleuren, Sicherheits- und Ordnungskräften haben die Rheinbahn und die Stadt Meerbusch am Dienstagabend am Haltepunkt Haus Meer in Büderich die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. Kontrolliert wurden bei der zweistündigen Gemeinschaftsaktion insgesamt 560 Fahrgäste in 22 Stadtbahnzügen und 38 Bussen verschiedener Linien. Uns geht es natürlich darum, zum einen diejenigen, die sich nicht daran halten, aus den Fahrzeugen zu nehmen, aber auch den anderen Fahrgästen, die die Masken tragen, zu zeigen, dass uns das nicht egal ist, dass wir uns darum kümmern. Gegen insgesamt 12 Personen, die ohne oder mit nicht korrekt getragenem Mund-Nasen-Schutz aufgefallen waren, wurde gleich vor Ort durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. Die Maske ist ordnungsgemäß zu tragen. Sie heißt ja nicht umsonst Mund-Nasen-Bedeckung. Also zu einem ordnungsgemäßen Tragen gehört, dass sowohl Mund wie auch Nase bedeckt sind, damit der Aerosolausstoß weitestgehend verhindert werden kann. Die Kontrollen führt die Rheinbahn auch weiterhin an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten im Verbreitungsgebiet mit den jeweiligen kommunalen Ordnungsämtern durch. Angekündigt werden die Aktionen prinzipiell nicht.